Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres WWE 2K19 Universe Modes Projekts Co-Main Event hier, das vorletzte Match in unserem ersten WrestleMania-Abend. Es ist das WWE Championship Match zwischen unserem Herausforderer Daniel Bryan und unserem Champion Austin Aries. Willkommen! Guten Tag und ja, wie gesagt, die Vernichtung des Daniel Bryan steht bevor und du hast die Ehre, uns zu sagen, wie es dazu kam. Dankeschön. Ich will nur diesen Moment auch noch kurz nutzen, um zu sagen, dass jetzt Austin Aries der erfolgreichste, auch statistisch erfolgreichste World Champion aller Zeiten ist, mit insgesamt 20 Wochen. Damit darf ich kurz mal Gratulation. Absolut verdient. Es gibt absolut keine verdient. Absolut er verdient. Ist statistisch gesehen, faktisch gesehen, niemand kann es mehr bestreiten, er ist der beste World Champion. Der beste WWE-Champion, der diese Firma je gesehen hat. Als wäre es da irgendwas schon an Bestreitung gegeben, wie er seine Feinde vernichtet hat. Da hätte man eigentlich daran schon keine Gegenworte mehr haben können. Das ist einfach so. Natürlich, wenn man andere zwei World-Titles miteinander kombiniert haben, andere mehr, längere Fäden gehabt, aber halt nur WWE-Titel oder Regentschaften, das wäre der beste. So, und deswegen, ja, er ist auch der Erste, der es geschafft hat, also, oder der Zweite, der es geschafft hat, oder der Dritte, der es geschafft hat, mit einem Titel, oder auf jeden Fall der erste World-Champ, der es geschafft hat, ein World Title insgesamt wirklich für 20 Wochen, für 5 Monate zu halten. Eine unglaubliche Leistung. Nochmal Applaus dafür. Der Beste aller Zeiten. Ja, das ja. Ist mein Hut. Aber ja. Genau. Jetzt muss ich ausholen. Es hat alles schon, diese gesamte Feder hat alles schon seit der ersten Sekunde begonnen, die wir hier ja in dieser Firma sind. Mit einem Pick. Ja, mit einem First Pick von Daniel Bryan für SmackDown damals hat alles begonnen, dieser ganze Weg. Ich werde nicht alles ausholen, ihr kennt die Geschichte, aber ja, ich werde mal sagen, was alles hier passiert ist in diesem Jahr, nämlich, ja, Daniel Bryan hat, naja, uns hintergangen, hat den Number 30 Spot geklaut von Randy Orton, hat seine gerechte Strafe bekommen und war eigentlich weg vom Fenster. Er hat versagt gegen Ambrose. Er hat im Survivor Series Match nichts geleistet, wurde jämmerlich ausgezählt. Dieser Mann, ich bin fertig mit ihm, ich habe ihm Chance nach Chance gegeben. Und dann kommt er zurück, greift Austin Aries bei seiner Celebration hinterrücks an, nachdem Austin Aries endlich bewiesen hat, dass er besser ist als Kevin Owens. Und verlangte Woche nach Woche immer wieder dieses WWE Championship Match und Austin hat es gesagt, ich habe es gesagt, Daniel hat es gesagt, wir alle sagen es. Wieso glaubst du, du hast das verdient, Daniel? Wieso glaubst du, du von allen Leuten hättest es verdient, auf einmal hier im eigentlichen Main Event von WrestleMania zu stehen, im WWE Championship Match? Wirklich lächerlich. Bryan hat es aber irgendwie geschafft. Ich habe ihn eigentlich gewarnt, ich habe mit Aries geredet, mit Austin. Ich habe ihm gesagt, lass dich nicht provozieren, aber Bryan hat gesagt, ich bin der beste Wrestler aller Zeiten. Ich hatte alle World Titles, ich habe die längsten Regentschaften, ich bin der Unbesiegbare. Du hast es nie geschafft, mich zu schlagen, bla bla bla. Du wirst immer in meinem Schatten stehen. Was für ein Quatsch. Austin Aries hat es schon lange geschafft, aus dem Schatten von Daniel Bryan herauszutreten. Daniel Bryan hat seine Legacy schon selber zerstört. Aber Austin Aries hat sich locken lassen, ist drauf eingegangen. Austin Aries wird dieses Match natürlich auch gewinnen. Deswegen hat er das Match überhaupt angenommen. Und ja, möchte ein Zeichen setzen. Möchte zeigen, dass er der Beste aller Zeiten ist. Dass er auch den unbesiegbaren Daniel Bryan zerstören kann. Und da er eh gewinnen wird, muss er den WWE-Champion, ja, kann er aufs Spiel setzen. Er wird ja eh gewinnen. Richtig. Genau. Gut, dann fangen wir an, ne? Fangen wir an. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich bin für Bryan. Wer hätte das gedacht? Ich sehe das auch bei Daniel Bryan, den Sieg. Ja, wirklich? BC, ja, natürlich. Win für Bryan. Ich meine, ich hatte auch so meine Differenzen mit ihm. Aber, ja, für irgendwas muss ich ja sagen. Und Austin Aries, ne, wie der sich so präsentiert hat. Nee, da bin ich dann doch lieber bei Bryan. Du meinst als ehrenvoller, starker Champion? Hast recht. Mhm. Würde er verlieren? Yes, yes, yes. Also, Sub, du sagst doch immer, du bist hier der objektive Beobachter. Und ich meine, wenn du die Leistung von Daniel Bryan in letzten Monaten und die Leistung von Austin Aries vergleichst, dann musst du doch eigentlich für Austin Aries hier tippen. Ja,
Daniel Bryan war ja letzten Monat nicht wirklich vorhanden, von daher gibt es eigentlich keine großen Leistungen, die ich da analysieren und vergleichen könnte. Na, das Match gegen Ambrose, das Royal Rumble Match, das Survivor Series Match, das reicht doch aus. Gut, Royal Rumble Match ist ja was anderes wie ein normales Match, Survivor Series Match auch, Ambrose ist lange her. Nein, wird sich alles hier aus den Fingern gesogen, hier, um irgendwie Bryans Sieg zu argumentieren. Da müsste man ja genauso sagen, dass King Booker eigentlich der nächste Superstar werden sollte mit seinen, keine Ahnung, 8 Eliminierungen oder was er da hatte. Ja, also die Eliminierung habe ich ja nicht angesprochen. Aber ja, aber die Leistung im Royal Rumble Match halt. Hätte er sicherlich irgendetwas reißen können, World Champion Material. Er hat Kenny Omega nach 2 Sekunden rausgeschmissen. Ne? Ja, warum ist Booker T nicht der Leader von Fukushu oder Mitglied von Fukushu mittlerweile? Weil der ist doch bei Raw. Lässt sich ändern. Erstens ist er bei Raw, zweitens. Auf jeden Fall. Ja. Wir merken, es macht keinen Sinn, das zu diskutieren. Auf jeden Fall müssen wir die Fakten auf unserer Seite haben. Richtig, jetzt kommt auf jeden Fall jetzt eine Entrance zu genießen. Ja. Der Wunder ist der. Ist der Mist. Der Undisputed WWE Champion. Der einzig wahre. Der neue Unbesiegbare. Aber nein. Austin Aries ist schlau genug, dass er weiß, dass niemand unbesiegbar ist. Deswegen nennt er sich gar nicht erst so. Er wurde ja auch besiegt, klar. Aber er hat es wieder gut gemacht. Er hat sich seinen Titel zurückgekämpft. Er hat Kevin Owens zerstört. Und dasselbe wird er ja auch mit Daniel Bryan machen. Richtig. Aber wie gesagt, Kevin Owens, habe ich immer schon gesagt, das war vor allem seine eigene Schuld. Er hat sich viel zu sehr auf irgendwelche nicht von Conspiracies fokussiert, die ihn nur so aus dem Konzept gebracht haben, dass er einfach ein Schatten seiner selbst ist. Es ist halt einfach so. Sonst wäre es vielleicht immer zum 2:1 gekommen, aber naja. Naja, WWE Championship Match. Ein Match zwischen zwei Veganern. Introducing the challenger from Aberdeen, Washington, weighing in at 210 pounds, Daniel Bryan. Yes. Yes, keiner macht mit dir. Fans, alles ruhig. Yes. Ich meine so bei den Fans halt, dass da alles ruhig war. Ja. Ja, ihr seht schon das fokussierte Gesicht des Austin Aries. Daniel Bryan kennt sich ja schon mit Tappen aus. Und das wird jetzt mal auch passieren. Auch als Fun Fact, also Kevin Owens hat auch insgesamt, wenn man sein WWE und World Heavyweight Title Regentschaften zusammenpackt, insgesamt 20 Wochen. Aber Bryan ist natürlich statistisch mit Abstand am meisten. Er hat 16 Wochen WWE und 12 Wochen World Heavyweight. Das sind insgesamt 28 Wochen. Aber wie gesagt, da hat Aries noch ein bisschen was zu tun, bis er das überholt, insgesamt quasi mit World Title. Aber los geht's! Ah, stimmt. Daniel Bryan. Dass die Fans für ihn sind, ist klar. Er ist ja so ein Fan-Favorite, von dem her wundert mich das nicht. Ja, war aber auch nicht immer. Ja, auch wenn das lange Zeit nicht war. Aber sagen wir mal so, gegen Austin Aries ist ja jeder ein Fan-Favorite, weil alle sind halt neidisch auf Austin Aries. Kann ich verstehen. Das ist richtig. Wenn man halt der Beste ist, dann hat man immer die Neider und die Hater. Aber Austin Aries hat sie alle zum Schweigen gebracht. 6-9. Kommt jetzt! Oh, schöner Dropkick hier. In den Rücken von Aries. Falsche Hoffnungen. DDT. Richtig. Und Bodengehauen nur? Okay. Wann gibt's eigentlich das Austin gegen Austin Match, wenn er gegen Stone Cold antritt? Und vielleicht noch ein Triple Threat mit Xavier Woods. Also halt das Austin zumindest nicht in seinem Ringnamen. Ja. Mal schauen, wir werden dann sehen, wann das. Das kommt dann auch in Austin, Texas, das Match. Ja, natürlich. Wo sonst? Wir werden drüber nachdenken, das kann man gut vermarkten. Das ist richtig.
Austin Mania ist das dann. Oh, Aries. Sunset Flip Powerbomb außerhalb des Rings. Die auch gefährlich hier auf dem Rücken und Nacken von Daniel Bryan. Ja, dem Knee konnte Bryan allerdings ausweichen. Jetzt sitzt aber er kracht noch gegen die Steel Steps. Eiei. Unglaublich. Gefährlich für Bryan. Solche Moves sind sehr, sehr gefährlich und das weiß auch Nails genau. Aber jetzt? Ja, Image. Quasi, wenn man unsere Real-Life-Zeit sieht, war so, ja, 4 years in the making. Ja, ja, ich also seitdem Austin Aries halt, ja, mein Guy geworden ist, ja, haben viele spekuliert, ob dieses Match jemals zustande kommen wird. Ja, und das wurde es, aber eher aus Gütigkeit von Aries. Ja, also, ne? Ich muss sagen, also von unserer Seite aus hätte Bryan niemals dieses Match bekommen. Aries hat sich dazu entschieden. Das ist richtig. Ja, Clothesline. Tritt. Ja, ausgerichtet. Ja, Body Slam, nein. Ah, Bryan in die Reverse DDT. Und jetzt Bryan mit dem Dragon Sleeper. Ist das die schnelle Submission? Das dürfte irgendwie. Ja, aber ich kann sagen, das würde noch nie im Leben reichen für. Ja. Der Kopf Ja, der Kopf ist zu klein. Ja. Zu wenig hören. Sieht awkward aus, ne? Hey. Würde nicht kleine Menschen beleidigen. Jetzt halt echt so. Sind ja beide nicht so groß. Nicht, dass Austin Aries dann in der nächsten Show irgendwie mit Oompa Loompa Theme auftritt oder so. Seufzt. Oh, no. Ah, hat sich einer im Soundtrack verdrückt, die falsche Taste erwischt. Könnte das nur passieren? Hallo, ich möchte Daniel zurückkommen, bitte. Harry ist jetzt auf jeden Fall auf dem Top-Rope. Gibt's schon so den haben wir lange nicht mehr gesehen. Wie ich schon sagte, Kopa, ich war der einzige CEO, wo alles richtig funktioniert hat und ich das eine neue Ära geführt habe. Schaffen sie, oder? Ja. Nur schöner Drop. Diese Klasse haben halt nicht viele. Ob alles richtig funktioniert hat, darüber kann man bestimmt dann auch diskutieren. Alles. Ist alles Neider. Shining Wizard. Shining Wizard. Ich dachte, jetzt kommen die Kicks. Nein, nee. Noch nicht. Geht hier auf den Arm von Aries. Natürlich wichtig für die Last Chancery. Aber da seht ihr schon dieses Bild, was auch man am Ende des Tages haben wird. Ein blühender Austin Aries und gewonnen. Ein Boden mit Elba. Ja. Ein siegenden. Daniel. Austin Aries, hat's weg. Austin Aries. Aber wirklich hier jetzt mal kurz neutral gesehen, das ist ein Match zwischen zwei der, ja, das sind wirklich die beiden erfolgreichsten World Champions, ja, die wir jemals hatten. Also, beide respektive. Und Krawatte, oder? Krawatte. Ja. Quasi ja, also wirklich, also Bryan, Aries und Owens sind halt wirklich so die dominantesten World Champs gewesen. Triple Threat Match habe ich gehört. Und Ambrose. Na, Ambrose stimmt. Oh, schöner Dragon Suplex. Halt die Crowd nochmal auf. Ja, siehste? Bernie weiß auch nicht mehr, wie er zum Feind steht. Ja. Gut, der Mann ist schon den ganzen Tag verwirrt. Also. Bryan im Anti-Bullet Club wäre auch so lustig gewesen. Wie gesagt, wie ich schon sagte, den Anti-Bullet Club, den gibt es nicht mehr lange. Oh! Oh, Bryan, schöner Backflip. Ja, Vintage Clothesline Bryan. Clothesline geduckt. Ja, schöne Clothesline seinerseits hier. Vintage Bryan hier. Das ist richtig. Und? So, was kommt jetzt? Kommen die Kicks. Yes. Ja. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Oh, yes. No. Okay. Und Aries no-fade einfach. Fuck you, Bryan. Holy shit. Was war das denn? Macht hier eine Rolle rückwärts, um aufzustehen und sofort attackiert er hier. Aber jetzt gibt's den Yes-Lock. Oh, aber der ist noch ein Teil. Nein, oder? Kein Rope-Break. Tap. Tap, Austin, tap. Er tappt. Nein. Und damit haben wir einen neuen WWE Champion, Daniel Bryan. Wie ist das denn jetzt passiert? Drew McIntyre kommt raus, klatscht Austin Aries zu. Drew McIntyre? Ja, er wird genauso zerstört. Ah.
Miracle on Bourbon Street hier. Wir sind nicht in Bourbon Street. Doch, ich hab die Straße jetzt draußen so genannt. Ich hab die gekauft gerade. Das ist das ganze Jahresbudget draufgegangen fürs nächste Jahr. Wir müssen dann wohl doch wieder in die Turnhalle ziehen über dein Raw. Aber wir haben Daniel Bryan als neuen WWE Champion. Oh Mann, ey. Was soll ich dazu sagen? So hören sich geschlagene Männer an. Das war etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen, aber. Yes. Yes. Siehst du, er stimmt uns zu, dass ich was mit rechten Dingen zugegangen ist. Genau. Ben sagt yes. No. Ben, ihr weißt Bescheid. Yes, no. Wie gesagt, der Mann ist aber verwirrt. Wie gesagt, maybe. Der ist durch. Wie gesagt, das ist auch ein trauriger Tag für die Wrestling-Welt. Es ist der Mann, der die Einschaltquoten bringt. Der Mann, der eigentlich jeden mit seiner Technik verzaubert, wird von einem absoluten Anfänger. Von Anfänger ist er ein bisschen übertrieben, aber einer absoluten Schande für dieses Business. Einem Mann ohne Ehre vernichtet. Es ist traurig. Es ist eigentlich eine Schande. Ja. Also Daniel Bryan hat sie nur bewiesen, dass Betrug, Lügereien und schändliches Verhalten einem helfen, das zu erreichen, was man möchte. Ja, ein trauriger Tag für, ein Highlight. Ja, für die Wrestling-Welt. Aber gut, wir alle wissen, Austin Aries lässt sich nicht von solchen Dingen aufhalten. Austin Aries, wo wird sich den Titel wieder zurückholen? Genau wie er es mit Owens gemacht hat. Das ist richtig. Und wir wissen, dass der CEO schon immer Austin Aries gehasst hat. Und da werde ich auch mit dem Board of Directors ins Gespräch gehen, denn wir alle wissen, dass hier ein großer Bias gegen Austin Aries stattfindet. Wie gesagt, sprech mal so John, Jane und Michael an. Die kennen mich relativ gut. Ich habe den überhaupt erst diesen Job quasi beschafft. Ich weiß, es sind sehr hochqualitative Leute, die wissen, wovon sie reden. Deswegen, ich weiß, dass diese die richtige Entscheidung fällen werden. Ja, ich kann doch mögen oder nicht mögen, wenn ich will. Es nimmt ja keinen Einfluss auf meine Arbeit. Oder habe ich hier irgendwas mit dem Match zu tun? Wer weiß? Ich glaube nicht. Egal. Aber ja, während wir diese Dauerschleife hier, dieses schönen Momentes sehen, leider kann ich nicht drauf zugreifen und die Kamera drehen, aber wir haben nie gesehen, ob Aries wirklich getappt hat. Ja, stimmt. Doch man kann rechts die Hand ein bisschen erkennen, wie sie hoch und runter geht. Es ist schon ein deutliches Finish. Naja. Das werden wir noch sehen. Aber gut. Wie gesagt, das Einzige, was ich sagen kann, ist ein offensichtlicher Bias hier in der Führungsriege gegen einen Wrestler hier gibt. Und ja, es ist sehr tragisch, aber damit müssen wir leider arbeiten. Aber gut. Ja. Hat noch irgendjemand was zu sagen? Nö. Nee. Gut, dann gehen wir zum nächsten Match. Zum Main Event von Three Stages of Hell. Genau. Tommaso Ciampa gegen den Champion Chris Jericho. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, egal, man sieht sich. Bis dann. Ciao.